Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Hardware-Video. Wir wollen jetzt den Medion Laptop das erste Mal benutzen. Das ist, um genau zu sein, der Medion, oh Gott, wo steht der Name? Medion S14407-MD61853. Der ist es. Und wir hatten ja uns eben beim Unboxing schon angeguckt, wenn wir den benutzen wollen, der ist in so einem Transportmodus drin, sollen wir, bevor wir anmachen, den an Strom machen für mindestens 8 Sekunden. Das werden wir jetzt auch machen. So, ich habe jetzt schon den Stromkabel mal reingemacht. Jetzt werden wir den mal hier reinmachen. So. Ich brauche das ja nicht aufmachen. So. So, da ist er jetzt drin, der Strom. Wir haben dann noch so ein kleines Teil mit bei. Das ist, wie ihr von SIM-Karten kennt, ist für den Reset-Schalter, Reset-Knopf. Den Stromkabel, der aus zwei Teilen besteht, das Netzteil und halt den Adapter haben wir mit bei. Dann war hier die Seriennummer noch mit bei. So, und einen Stift, den will ich euch unbedingt noch zeigen, mit einem Adapter. So, das ist ein Alu-Stift. Da kommt eine Batterie rein, die habe ich schon reingemacht. Und dann haben wir noch so einen Halter und der kommt einfach da rein, wo der USB ist. So, gucken, wie ich die Seite finden. So. Und dann können wir den Stift hier so oben reinmachen, wenn wir gerade benutzen. Und wenn wir nicht benutzen, können wir ihn von unten reinstecken. Und der kommt uns nicht weg. So, jetzt müssten aber 8 Sekunden eigentlich vergangen sein. Jetzt müssen wir erstmal den Anschaltknopf finden. Der ist hier oben, glaube ich, oder? Ne, das Gummi. So, Gummi. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo hier ein Power-Knopf ist. Ah, hier an der Seite. Beim Stift. Ich leuchte jetzt schon mal grün. Wir können auch den Bildschirm komplett umklappen, damit er auf der Rückseite ist. Ich mache das mal so ein bisschen schräg, damit ihr das so sehen könnt. So, wir müssen mal den Stift draus machen. Ich habe einmal schon gedrückt. Jetzt drücke ich nochmal. Startet er. Kein Aufkleber drauf, aber ich denke mal, es wird Windows 10 sein. Sieht auch wie Windows 10 aus. Just a Moment. Man hört ihn gar nicht. Also er ist an, er ist eben kurz, ist der Lüfter angegangen. Ganz kurz. So ein bisschen. Und dann war er wieder weg. Man hört gar nichts. Das ist geil. So, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier erstmal die Einrichtung und wir sehen uns gleich wieder. Ein Mikrofonsymbol am unteren Bildschirmrand auf. Ich nehme das einfach mit auf. Wenn du zur Unterstützung eine Sprachausgabe benötigst, drücke gleichzeitig die Windows-Taste und STRG und Eingabe, um die Sprachausgabe zu aktivieren. Das war's auch schon mit der Einführung. Lass uns loslegen. Machen wir. Deine Region ist auf Deutschland festgelegt. Ja. Ist das richtig? Ja. Deine Tastatur ist auf Deutsch festgelegt. Möchtest du dabei bleiben? Ja. Ja. V.
Verwendest du noch ein anderes Tastaturlayout? Nein. Lass uns nun die Verbindung mit einem Netzwerk herstellen. Auf diese Weise kannst du so schnell wie möglich Updates, Apps und Katzenvideos erhalten. Oh Gott. Wie wäre es mit dem ersten Element in der Liste? Möchtest du das verwenden? Nein. Nein. Okay. Wie wäre es mit dem nächsten Element in der Liste? Ja. Ja. Gib nun deine Anmeldeinformationen ein. Ach so. Wartet. Geschafft. Du bist verbunden. Weiter. Nun müssen einige wichtige Schritte für die Einrichtung ausgeführt werden. Erstmal, dass ich Cortana komplett zum Einrichten benutze. Ich hole euch mal ein Stück weiter rüber. Lehnen Sie sich entspannt zurück, während die Aufgaben erledigt werden. Könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr sehen? Schalten Sie Ihr Gerät nicht aus. Nee, machen wir nicht. Dieser Teil der Einrichtung ist nun abgeschlossen. Das ist aber schnell. Ja, ist klar. Jetzt startet wieder neu. Ist klar. Das ist ja beim PC machen auch so. Wenn ich da Windows drauf mache, dann ab da, dann Neustart. Der Stift, den finde ich cool. Der ist nicht zu leicht, nicht zu schwer. Entdecken Sie die Neuerungen bei Windows. Okay. Jetzt kommt der rechtliche Teil. Das heißt, du musst Annehmen auswählen, um Windows nutzen zu können. Wenn du nicht zustimmst, kannst du Windows nicht verwenden. Funktioniert echt gut. Deine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein und folge den Anweisungen, um dich anzumelden. Ich melde mich wieder, wenn du fertig bist. So, da will ich ein neues Konto errichten. Lass uns einen Account für dich einrichten. Du kannst deine eigenen oder wir können dir helfen, eine neue zu erstellen.
Ich habe ein neues Microsoft-Konto erstellt. Ich muss mich da jetzt erstmal verifizieren. Ein Familienkonto. Also, dass ich es nicht auf meinem Account, meinem Microsoft-Account laufen lassen habe, sondern einen separaten Account, der dann hier drauf ist und auf den Familiengeräten. Ja. So. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich habe mit meinen Wurstfingern beim Alter irgendwie ein falsches Alter eingegeben, also eine falsche Jahreszahl. Wählen Sie jetzt aus, ob Microsoft und an. Wenn Sie Ihr Gerät verlieren sollten, finden Sie hier. Wählen Sie dann aus, ob Sie Microsoft bei der Diagnose und Behebung. Wenn Sie die Spracherkennung und Vorschläge für Apps und Dienst. Wählen Sie annehmen aus, wenn Sie auf Sie zugeschnittene Tipps, Angebote. Wählen Sie zuletzt für diese Einstellungen aus, ob Ihre Anzeigen für Sie relevanter sein sollen. Dein Gerätehersteller möchte deine Kontaktinformationen, um dir beispielsweise Updates zu senden. So, da habe ich jetzt die E-Mail wieder gewechselt. Vom Familienkonto auf meine. Weil ich möchte ja auf meine E-Mail-Adresse benachrichtigt werden, wegen Updates und so. Du bist fast fertig. Wir müssen nur noch ein paar Dinge klären, dann gehört Windows schon dir. Okay, mach mal. Ich freue mich darauf, dich zu unterstützen. Das ist aber lieb von dir. Hallo. Wir bereiten alles für Sie vor. Ich hoffe, der hat jetzt Alter dementsprechend geändert. Weil ich habe dann über Handy drauf zugegriffen. Also der hat mir dann eine E-Mail geschickt. Und dann habe ich mir so ein Programm runtergeladen hier. Wie heißt das? Microsoft Begleiter. So sieht die Oberfläche aus. So, gehen wir zurück. Und das ist halt diese App da. Die habe ich zum Verifizieren benutzt. Einige Minuten dauern. Ja, dann mache ich mal so lange einen Cut. Da hätte ich die Kamera nicht mal ausmachen müssen. Das hat nicht lange gedauert. Ruckzuck, was fertig. So, wir haben jetzt unseren, wenn es den Homebildschirm, du kennst dann ja. Unten in der Leiste haben wir jetzt schon den Internet Explorer. Dann haben wir Ordner. Ja. Wir haben die Microsoft. Ne? Den Microsoft Shop. Dann E-Mail, Cortana und McAfee. Akzeptieren. Wir akzeptieren jetzt einfach, wir lassen mal McAfee drauf. Den wollte ich sowieso schon seit langem mal testen. Mhm. Aber als erstes werden wir erstmal kannst du noch größer ziehen irgendwie. Ja. Können wir auch größer ziehen. Aldi Live ist auch schon drauf. So, wir werden aber jetzt erstmal einen vernünftigen Internet Explorer runterladen. Also nicht den Internet Explorer, sondern Firefox. Akzeptieren. Firefox herunterladen. So, ausführen. Ich mache
Google Chrome auch noch rauf. Der Lautsprecher ist schön laut. Hätte ich jetzt so, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Haben wir den auch schon eine volle Pulle? Jetzt ist er volle Pulle. Heftig. Wir haben nichts zum Importieren. Auch wir wollen auf jeden Fall dunkel. Speichern. So. Schon haben wir den Firefox. Und hier können wir ja gleich mal nach Chrome suchen. Aber mit dem Stift, das ist schon ganz, echt, ganz coole Sache. Ich werde auch natürlich ein neues Google-Konto hier anlegen. Für die Familie. Hat er das schon runtergeladen oder was? Ja, hat er. Der geht auch recht flott. Also erster Eindruck ist ein sehr positiver Eindruck. Ich bin mal gespannt. System. Kontoschutz müssen wir noch machen. Wir haben ein i5. 10210U mit 1,6 GHz, 2,1 denke ich mal steht dann für einen Boost-Modus oder so. Wir haben installiert eine RAM, 8 GB und das System ist ein 64-Bit-Betriebssystem sogar. Also bin ich jetzt aber sehr positiv überrascht. Ich hätte eher gedacht, dass ein 32-Bit-Betriebssystem drauf ist. Aber 8 GB. Holla der Waldfee. So, dann werden wir aber jetzt mal
anpassen. Es geht ja so gar nicht. Ist der Augenkrebs bei. So, ich möchte auf jeden Fall den Hintergrund dunkel haben. So. So, Farbe. Dunkel. Dunkel. Da auch dunkel. Akzentfarbe, genau. Überall haben. So. Schwerbildschirm, ja, den habe ich auf meinem auch. Das ist ganz gut. Design lassen wir auch alles so. Schrift können wir lassen, die ist okay. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Jetzt ist es schon mal so, dass man keinen Augenkrebs mehr kriegt. So, schön dunkel alles. Guckt euch das an. Und wenn wir jetzt einen Ordner öffnen, auch alles schön dunkel. Oh, herrlich. So muss das sein. So gefällt mir das. Ja, eigene Bilder ist natürlich noch leer. Albeck jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen begeistert von. Ja, Outlook haben wir ja eigentlich auch drauf. Stand auf dem Karton jedenfalls drauf. Also Office. Das wäre aber, das ist halt nur die 2019er Variante oder sowas in dem Dreh. Ich habe keine Ahnung. Ja, da muss man sich anmelden. Aber das werden wir sowieso nicht machen. Outlook werde ich komplett runterschmeißen. Und Microsoft 365 draufballern und mich mit meinem Konto da verbinden. Ich habe ja Familienaccount, also Familienkonto für 6 Geräte. Und beziehungsweise brauche ich nicht mal. Ich werde einfach die E-Mail-Adresse von Microsoft, die ich jetzt hier genommen habe, zum Konto erstellen, zur Familie hinzupacken. Man kann, also ich bin ja der Hauptbenutzer, kann in meinem Account praktisch Familienmitglieder hinzufügen. Da ist meine Frau drin, da ist meine Tochter drin. Die hatten schon einen eigenen Microsoft-Account. Dann werde ich diesen Microsoft-Account einfach mit dazufügen. Und dann hat der auch ein Terabyte OneDrive. Was dann halt auch gut ist, dass alles hier, was hier vorne auf dem Desktop passiert, auch in OneDrive abgelegt wird. Also wenn man hier irgendwo Dokumente hinpackt und der kackt den ab, man stellt ihn wieder her. OneDrive, zack, bumm, und dann sind die Daten auch alle wieder da. Und auch alles, was man so schreibt und so, wird eigentlich größtenteils in OneDrive abgelegt. Also finde ich sehr geil. Finde ich wirklich sehr, sehr geil. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Odinstest.tube. Dann kommt da direkt zu meinem Kanal. So. Ich gucke mir jetzt bestimmt nicht COD jetzt mit euch an, weil das soll ja familienfreundlich sein, das Video. Deswegen nehmen wir jetzt einmal Sackboy Little Big Adventure. Nein, danke, jetzt nicht. Nein, ich stimme zu, ja. Meine Fresse. Jetzt wird uns natürlich Werbung angezeigt. Avira Free Security. Okay. Entschuldigung. Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Odin. Ja, mein Grüße euch. Ja.
wieder angezockt, aber diesmal ein bisschen anders. Wundert euch. Ach so. Muss FN immer gedrückt halten. Entschuldigung. Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder euer. Dann gucken wir mal, wie die Qualität ist. 4K. Du brauchst noch davon, wenn du nach Hause möchtest. Und dann mal eine Anmerkung, falls Sony dieses Video sehen sollte. Oder PlayStation. Also nicht wundern, nicht euer Bildschirm ist dreckig, das ist so gemacht. Ich habe auch beim ersten Mal gedacht, ist mein Bildschirm dreckig? So dreckig habe ich den aber nicht gemacht. Den Sackboy gab es mal als Controllerhalter für die PS3. Gib ein paar Sammelschellen aus und kaufe umwerfende Monte. Dann kannst du unglaubliche Looks in deiner Garderobe erstellen, wo du all deine grandiosen Klamotten findest. Oh, und ihr, ich schenke dir ein paar Sammelschellen nur für dich zum Ausgeben. Ihr bei Somsom. Okay. Angebote, Garderobe. So, das ist also die Qualität sieht wirklich echt geil aus. Die Outfits? Ja, mir fehlt ein T-Shirt. Also ich bin da echt gerade ziemlich begeistert. Ach Mensch, jetzt zeig mich oben verdrückt. So. Dann sind wir jetzt nämlich hier zu zweit. Achso, das ist noch verschlossen. Okay. Also hier müsst ihr dann halt zwei Controller anhaben oder ihr müsst online spielen. Ja, online ist ja nicht verfügbar. Aber erstmal müssen wir. Sieht echt. Klasse aus. Oh, Hacke. Was schon? E-Mail? Ja, ich habe vorhin eine E-Mail bekommen. Von dir. Das wusste ich schon, dass Assassin's Creed der Film bei Netflix ist. Ich habe mir als Blu-ray und ich habe als 4K Blu-ray. Eigentlich ist es so, du brauchst. Auch hier die Qualität sieht erst gerade aus. Also Bildschirm ist top. Kann ich nicht meckern. Kann ich echt nicht meckern. Oh, das machen wir mal in den Mülleimer. Aber. Auch vom Touchpad hier, vom Mauspad hat er einen sehr, sehr angenehmen Druckpunkt. Nee, hier war es nicht, oder? Hier war wieder das Falsche. Ich verwechsel das jedes Mal. Irgendwo wartet hier, dass du dein Home Desktop irgendwie die Ordner anpassen kannst. Aber das geht mir jedes Mal so. Ich suche das jedes Mal. Also nicht nur jetzt, ich suche das wirklich immer. Auch wenn ich meinen PC neu mache. Die Skalierung ist auf 150%. 1080p ist empfohlen.
Also 1920 zu 1080. Das ist geil. Also das ist ein geiles Teil, muss ich sagen. Es ist natürlich nicht für Games ausgelegt. Das wollen wir nicht. Das ist auch nicht meine Intention gewesen. Wieder der Teil, ich habe mich verdrückt. Hier ist doch das da, was das? Da drunter. Hohen Kontrast. Desktop-Hintergrund, Desktop-Symbole, da haben wir doch. Start, Einstellungen, Personalisieren, Designs. Bin ich doch. Machen wir das nochmal. Da. Einstellungen. Designs. Designs, verwendete Designs, verwandte Einstellung, okay, verwandte Einstellung, habe ich nicht, ach doch, da verwandte Einstellung. Ach, da haben wir doch Computer und Benutzer. Netzwerk und System wollen wir nicht übernehmen. Okay. Zack. Ich weiß nicht, da habe ich seit Jahren die Anordnung. Dieser PC, dann der Ordner und dann Mülleimer. Und ja, Browser und so, das kann man ja dann hier, zack, einfach Doppelklick machen. Na komm, mach auf. Und wenn ihr den immer auf hat, hier unten drauf drücken. Ihr drückt halten und dann einfach an Tastleiste anheften. Dann können wir das nach vorne machen. Und von Tastleiste lösen. Microshop. Brauchen wir auch nicht. E-Mails brauchen wir ja auch nicht. Cortana lassen wir, Ordner und das Antivirenprogramm lassen wir unten drin. Das ist ganz gut. Ach, hier kann man dann auch Sicherheits. Fingerabdrucke und so kann ich nicht einrichten. Weil die Kleine sollte, also die Große soll es ja auch nutzen können. Aber so werde ich dann nachher noch alles machen. Also bis jetzt, Hut ab. Läuft richtig gut. Flüssig. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Also der erste Eindruck ist ein toller Eindruck. Jetzt mal die wichtigsten Programme installieren. Ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken. Oh nee, geht jetzt nicht. Die Große kommt bald. Ich muss das alles verstecken und im Schrank verstecken. Ja, muss ich morgen weitermachen, wenn die Große in der Schule ist. Programme einrichten und ja, alles mal so ein bisschen herrichten. So, achso, dann können wir ja gleich mal. Ich finde es mit dem Stift geil. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das echt geil. Herunterfahren. Wir müssen auch dann mal gucken, ob die wichtigsten Updates drauf sind, ob Medium vielleicht schon Updates dafür zur Verfügung stellt. Warte, das war schon? Schon ist er aus? Krasser Scheiß.
Leck mich am Arsch. So. Jetzt richte ich euch mal wieder auf mich. Oh, mein Akku ist auch gleich leer. Na, da passt das ja. Oh Gott. Jetzt müssen wir den nämlich wieder verpacken. Also der erste Eindruck ist wirklich ein sehr, sehr guter Eindruck. Schnell. Wirklich schnell. Ich hätte auch gedacht, dass hier nicht ein 32-Bit, also nicht ein 64-Bit-System drin ist. Ich habe eher gedacht, dass er dann ein wo ist denn der, wo ist die Folien hier? Ein 32-Bit-Betriebssystem reinballern, aber nein. Es ist wirklich. So, ich werde mal die Seriennummer. Ach, das ist die gleiche. Gut, die können wir dann beiseite packen. Ich dachte, hinten steht hier eine Seriennummer drauf, dann hätte man das machen können. Boah, ist der schwer. Ja. Nur mal gucken. Also so wie ich meine Frau kenne, wird das Familien-PC, ja, also Familien-Laptop, ja. Aber dann wird der eine Küche angebaut. Oder so genommen. Weil das Geile ist halt, wenn man diese Halterung noch holt, kann man sich den so an der Wand machen und dann hat man halt einen großen Bildschirm, kann sich denn da alles einrichten. Das finde ich echt saugeil, muss ich mal so sagen. Das ist voll cool. Richtet man sich das schön ein, dann kann man da dann, was weiß ich, was brauchst du da mal, Chefkoch und, ach, wenn sie auch Musik immer ein bisschen hören will oder so. Dann kann sie Bluetooth-Kopfhörer anschließen, dann geht sie mir damit näher und sagt, meine liebe Frau. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den irgendwie so verstecke. Weil ich habe das Gefühl und den Verdacht, dass die Große ab und zu mal heimlich, ach, jetzt liegt das nicht. Ich bin hier mal. So, da war der Akku dann wirklich leer. Ich wollte noch sagen, dass ich den Verdacht habe, jetzt kriege ich ihn nicht auf, oder was doch, dass die Große ab und zu ein bisschen heimlich schnüffelt. So. So rum kommt das. Das brauchen wir jetzt nicht mit reinmachen. So. Aber erster Eindruck, wie gesagt, ist ein sehr, sehr positiver Eindruck. Aber die Gewicht ist, also ich dachte eigentlich, dass er ein bisschen leichter ist, wegen Schule und so. Auf eine Art ist er gut, weil da ist er robust. Ihr wisst, wie Kinder sind. Auf der anderen Art, für die Schule, vielleicht doch ein bisschen schwer. Aber für zu Hause, wenn sie was ausarbeiten will, top. Muss schon mal gucken. So. Jetzt machen wir das hier oben auch da rein. So, dann Seriennummer und Stift da rein. Papiere da rein. So. Und Netzteil. Ach. Auch verstauen. Aber wegen dieser Halterung muss ich echt mal gucken, wie teuer die ist. Weil das finde ich ja saugeil. Könnte man sie ja im Kinderzimmer überm Schreibtisch
oder beim Schreibtisch anbringen. Der ist ja ziemlich nah an der Wand bei ihr. Und dann hätte sie den Schreibtisch frei für ihre Papiere und kann schreiben. Und die Wand kann sie zum Suchen und Tippen nehmen. Das würde mir natürlich persönlich auch wieder gut gefallen. So. Und das war's. Schon ist er verpackt. Ach, dann bringe ich ihn jetzt weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde den jetzt einrichten und in der nächsten Zeit testen. Wie gesagt, ich habe immer nur frühs ein paar Stunden bis Nachmittag, wenn die Große aus der Schule kommt, wo ich ihn testen kann und einrichten kann. Weil soll sie ja noch nicht mitkriegen. Weil sonst ist ja die Überraschung futsch. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ahoi. Das hat euer Odin.